group of fierce, intimidating masks are blocking our way to the castle. Sobald ich schreibe, kommen die Leute wieder aus dem Lurk. Gut so, Arcane. So muss das. Walk no further. Turn away and leave. Ich werde heute nicht schlafen können. Die sehen gruselig aus. Irgendwie. Also, der hier zum Beispiel. Seht ihr die Maus? Ja, der sieht richtig abgefuckt aus. Nice evening, huh? Turn around, leave. That was a little rude. Nein, ich gehe jetzt aber nicht. Final Fantasy 15 zu zocken. Ich habe wenigstens funktionierende Hardware. Mein Rechner macht schon bei Minecraft schlapp. Bin ja noch immer nicht durch mit Shadow of the Tomb Raider. Den Teil fand ich richtig mies, aber wer weiß, vielleicht gefällt er dir. Ja, ich war jetzt auch nicht so begeistert, weil es für mich jetzt... ich weiß nicht, ich hatte nicht dieses Final Fantasy-Feeling. Aber es ist halt auch Geschmackssache. Ich werde ab den 27.08. erstmal ein bisschen WoW Classic zocken. Ja. Ich spiele derzeit auf dem Handy Final Fantasy 9. Oh. RIP Real Life. Du spielst dann auch wieder WoW. Die Sucht ist wieder da. Come on, I really need to get through. Not without word from the master. Okay, okay, understood. I need to talk to Vlad right away. Truly, you mock us. Nee. Leave. Hi, it's imperative that I make it to the castle. We are under strict orders not to let anyone through. Turn around, leave, do not return. Was willst du machen, hä? Strict orders from who? From he who rightfully owns the place. Was willst du machen? Turn around, leave. Und wenn ich's nicht tue? Okay, vor dem habe ich Angst, der hat hier so eine Sense und... Oh, der auch, scheiße. I think I'll return to town, bye. Weißt du noch, ihr habt geklingelt, weil ich kam nicht runter und habe euch warten lassen, weil ich WoW-Probe war. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. These must be the masks. Aber ich kann es verstehen. Heute verstehe ich es. I'm not gonna lie. I think I'll... Kann ich nichts tun, um die zu überzeugen? Yeah, sure. I will now intimidate them with a bent fork. Warum nicht? Ich hab Müll hier. That would be an extremely stupid stunt to pull. Not the time or place. Vielleicht mit einem Busticket. They wouldn't care about. I say you let us through. Do my eyes and ears deceive me? It spoke. Yes, it did, and it wants to get to the castle, so step off, clowns! Let us not be hasty here. But it's just like in the tale! It is not just like in the tale. I only see one talking cat. Must be just clever trickery. It's not. She can actually speak. Silence, deceiver! But... It is not just like in the tale. It is some kind of trick. Be gone! I say... Silence! Ha! Na gut, ich komme jetzt nicht durch, ne? Kann nichts anderes tun? Also muss ich die überzeugen? Ach, ist scheiße. Tony spielt Rocket League. Ja, okay, jetzt... Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Hey, Maria, here's an idea. Why don't I walk in the mountains for you? I'm headed that way.
know about that. Look, I normally would tell you never to give your pet away to a stranger, but look, real life, I'm on a magical quest, and I need Kiskis's help. What do you say? I'll bring him right back. I would say no, but you do have a magical talking cat, and you don't seem like a bad person. I guess I can make one. Die Katze bellt, das ist wie ein Hund. I would not ask if it wasn't super important, and Kiskis will enjoy the mountain air. All right, bye-bye. Hold on right there. I may be young, but I'm not dumb. I hold on your passport until you bring my kitty back. Thank you. You're all right, kid. Come on, Buzz, fork it over. Ja, okay. Ist schon richtig. Everyone know their roles, right? Würde ich jetzt auch nicht einfach so vertrauen. Jetzt haben wir zwei Katzen. Eine bellt und die andere. Whoever you are, be gone with your trickery. Trickery. Kikeriki. I am Miwara, and this is my trusty sheepdog, Azor. Now step aside and let us through. It is them. It is them. You have returned. You truly have returned. Das ist die Hirtengang oder was? Forgiveness. Forgiveness. Nee, Bestrafung kommt jetzt. You are forgiven. Nein. Your path to the castle is open anytime. Dealerin von Transylvanien. hallo? Der geht ja voll ab. Und wieder aus dem Spiel geflogen. Meine Güte. Is as promised, Skrillex safe Remix, and sound. Ja. Klang gar nicht mal schlecht. Did he help you on your magical journey? Na, aber nein, ich gehe nicht mehr wieder an den Rechner. And defeated an army of scary masked people all by themselves. Wow, really? How did they do that? Well, we're cats, so we did what we do best. We outsmarted them. And I think I have the perfect name for your kitty. How's Azor sound? OMG, it's perfect! OMG! Azor! Excellent. Well, aber ich fand thanks for süß. All your help, Maria and Azor. Take care, Buzz and Kitty. I love you, buddy, but you are one confused feline. Okay. Oh, es ist 3.22 Uhr schon. Ach du Scheiße, ich sollte mal langsam ins Bett irgendwie. Rips 2019. Ja, ich fand den Namen cool. Aber ich möchte Vlad noch kennenlernen. Ich möchte wissen, wie der so ist. Bei dem Spiel habe ich etwas Angst. Wow, das sieht richtig geil aus. Funny thing, the closer we got to the castle, the redder the sky became. I wonder if it's some kind of local weather phenomenon or let's stick with the weather theory. Kind of looks like a crime scene only in the sky and way less grisly. Ach, so ein paar Stündchen gehen doch noch. I wonder if wirklich also das Spiel hält mich schon die ganze Zeit auf, aber irgendwann, sort of makes you wonder what it would feel like to just jump. Born of Azur is a great and confused dog in a cat. Kannst mal schneller laufen? It's the front gate. I'll bet it's locked. A very conspicuous pile of rocks right next to the gate. Mm-hmm. No need to involve her. I can.
Do I really want to get past it? That be the question. Witze, ja, klar. Das war ja lustig. Locked. Unless, of course, I squeeze under the gate and let you in from the inside. No way. I'm walking in there first. Oh, why? Because you're the man, huh? You might say that. Oh, du bist so dumm. Wir können jetzt schon drin sein. Why would you have a... No. A pretty standard model, as gargoyles go. Man, Steve the gargoyle over at the library is way creepier than this one. Get your stuff together, Transylvania. We're out creeping you. No point. Ich schätze mal, ich muss hier wahrscheinlich rüberkraxeln oder was. Aha! The key to the gate was hidden under one of these rocks. Who but wirklich jetzt? Could defeat such a display of excellence and security? Er versteckt ihn sowas. See, Kitty? Solved the problem? Kept you safe. Yeah, this damsel in potential distress is overflowing with gratefulness. Let's move. Hast du eigentlich an Visage komplett einen Haken gemacht oder soll ich dir meine Meinung zum Game? DJ Vlatz. Was? Okay, der Beat ist schon geil. Sag schon mal jetzt gute Nacht. Wir hören, sehen uns bald mal wieder. Ja. Dann danke, dass du reingeschaut hast und schlaf schön. Träum was Schönes. Ich muss auch mal ins Bett gehen. DJ. Wow. Wow. Ups, ich bin schon wieder entgegengekommen. Dankeschön. Müsste ich mal wegen dem Welpen, sonst hält mich im Moment ganz schön auf Trab. Für kaum noch was Zeit irgendwie. Ich glaube, mein Thunfisch war fast zu lang schon im Ofen. Oh, das ist nicht gut. Achso, wo war ich gerade? Hast du eigentlich wie gesagt schon einen kompletten Haken gemacht oder soll ich dir meine Meinung zum Game nochmal ausführlich schreiben? Also ich werde es nicht nochmal anfassen, auf keinen Fall. Du kannst mir gerne deine Meinung noch zum Game schreiben, aber ich werde es nie... Nee, da kriegst du mich nicht mehr zu. Ich habe ein bisschen schon bei Pandora Let's Play geschaut, wie es so weitergeht. Ich bin ja eh nicht weit gekommen im Spiel. Ich habe gerade mal eine Stunde gespielt, das hat mir gereicht. Das ist so ein Horror, wo bei mir echt die Pumpe, wo ich bald wirklich sterbe. Das geht richtig auf meine Gesundheit. Ich habe richtig dann... Es passieren Dinge. Das Spiel ist echt krass. Also wirklich, wenn ich es mir nicht traue zu spielen, ist es echt krass für mich. Da habe ich richtig Respekt vor. Und selbst beim Let's Play, ne? Ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber selbst da, Alter. Ich bin fast vom Stuhl geflogen bei manchen Szenen. Okay, enough of this. Ah, richtig. Kann ich froh sein, dass ich dabei nicht gegessen habe. Nice, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ganz ehrlich, ich hätte dir tatsächlich auch dazu abgeraten. Ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, und selbst die Let's Playerin, ne? Also wenn man Pandora kennt, die ist ja eigentlich so, die spielt sehr viele Horror-Games und die ist eigentlich schon ein bisschen tougher in der Sache, aber dieses Spiel, sage ich mal jetzt wortwörtlich, fickt ihr Leben genauso. Das Spiel macht sie richtig alle. Und die spielt auf jeden Fall viel, viel mehr Horror, als ich jemals gespielt habe. Aber, Alter. Wenn sie schon dabei so drauf geht, das ist dann ganz, ganz übel. This place is plastered with depictions of what I can only assume are ancient Romanian rulers. Mag das bei ihr sehr gern. A little bit cobwebby, but hey, big castle, hard to keep clean. Das ist schon richtig. Not one clean shaven lord from what I'm seeing. Not her type of art. Conjuring, ja, ich auch. Auch. Das Spiel war ziemlich blöd ohne Karte. Sie hat ja dann gespielt, wo keine Karte sichtbar war. Also wo es keine gab. Ist ja jetzt gepatcht worden, aber
War schon übel. I don't know, man. Ohne Karte alles finden und... Yeah, yeah, it's your little friend we've met. Well, we must be interrupting, but hey, adventurers got adventure. No time for movie watching now. The entire place is lit by flickering candlelight. A total fire hazard, but very atmospheric. Ich schätze mal, der auf dem Thron da ist. Ja, okay, und das ist der DJ. Der hat einen eigenen DJ? Was ist mit dir? Nice and warm and flickery. Vor allem bei Teddys Orientierung ist dann, ja. I can keep... Deswegen. Is that the Lord of Light? Okay, enough of this. She's furry, she doesn't need... Nice and warm, but I don't need them. Erstmal alles hier anschauen. Some kind of family crest, maybe? Cool dragon design on it. Man, if I ever get a family crest, dragon it is. I can't go wrong with dragons. It's a proven impossibility. Kitty, did you know that Dracula comes from Dracul, which is Romanian for the devil? And that, in turn, comes from Draco, which means dragon in Latin. And of course, she doesn't care one bit. Also, ich find's interessant. Gut, dass du das erzählst. It's cool. It's a DJ Bald Beard? I don't know. He's getting real on the wheels of steel. Er fühlt den Beat. Okay, der war nicht cool, aber ja, ich weiß, was du damit sagen möchtest. That's a very, very familiar looking guy. Ja. Not the same as the one in Foto Maris, but still, where do I know him from? Just kidding. It's Vlad the Impaler. Yep. Does this mean current day Vlad is his descendant? Huh, who knows? You know, he really wasn't a vampire. Seriously. Most gruesome accounts of his deeds were likely exaggerated. Mostly by Saxons who had mad beef with him. Please stop talking. Represent. Please. Ah, die Katze. Not lugging that around. The entire place is lit by flickering candlelight. A total fire hazard, but very atmospheric. Nice. I can keep staring, sure. Is that the Lord of Light? Ach, das schon wieder. Okay, enough. She's Ach, da nach oben kann ich auch. Und ich bin wieder aus dem Spiel geflogen. Ja,